Es ist mal wieder soweit. Baby, Boom und ein neues Zuchttier ist ja auch da. Dementsprechend, ja, lasse ich mir das natürlich nicht entgehen. Kuckuck ist also jetzt da. Das neue Zuchttier. Dementsprechend züchte ich auch nur mit den heute. Dieses Mal nicht so viele Superfutter wie vielleicht bei der letzten Zucht. Ich habe rund 300, schlussendlich glaube ich, waren es jetzt, sind es noch 200 Superfutter zur Verfügung. Ja, Superfutter kaufen möchte ich aber jetzt auch nicht unbedingt bei der Superfutter-Sparaktion, die übrigens auch wieder stattfindet. Natürlich an diesem Wochenende und Babyboom, da hat man eben noch eine größere Chance auf bessere Zuchtergebnisse. Sozusagen dementsprechend mache ich damit. Wenn ihr euch allerdings fragt, Kuckuck Zucht, wie funktioniert das alles und so weiter und so fort, dann verlinke ich euch dieses Video auch gerne nochmal in der Videobeschreibung und auch weitere Tipps und Tricks rund um den Babyboom Day. Und jetzt zum Schluss am Beginn noch eine kleine Randnotiz, bevor ich das wieder vergesse. Und zwar Nachtrag zu dem Video, wo ich mich sehr gewundert habe, auch beim Kuckucksvideo. Warum kostet denn das so viel hier? Erbarmende Weisheit, was ist denn da wieder los? Ja, habe ich mich auch leicht geirrt. Tut mir leid an der Stelle. Und zwar gibt es dabei den Arbeiterkuckuck. Der kostet 280 Sternchen. Normalerweise kosten die ja immer nur so, ja, 60, 50, 70. Es gab ja schon mal einen Bienenkuckuck auch zu spielen. Und der Arbeiterkuckuck ist eben nochmal eine Stufe höher. Dementsprechend habe ich mich so gewundert, wieso kostet das Ding so viele Sternchen? Deswegen kostet es so viele Sternchen. Dann ist es natürlich doch vertretbar. Ja, dann ist es natürlich schon okay. Sonst wäre es ein bisschen blöd gewesen. Das ist eben sogar der dritthöchste hier. Der kostet auch schon einiges auf dem Markt, wie man hier sieht. Deswegen an der Stelle nochmal dazu gesagt. So, jetzt aber Babybunde starten wir rein. Kuckucksucht, was kriege ich? Ab die wilde Fahrt. So, und da sind die ersten Zuchtergebnisse mit. So, ich weiß noch nicht genau, wie hoch das ist. Hasenohriger Kuckuck. Da hat es aber immerhin schon mal übersprungen hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Was haben wir hier für eines? Einen maskierten Kuckuck. Sonst hier nur die Wolligen, glaube ich, heißen die ja genau. Und die normalen ein paar zurück. Hier haben wir wieder ein paar Hasenohrige. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Und nochmal einen maskierten. Ja, das war mal nicht so schlecht. Schauen wir uns das vielleicht mal kurz an hier. Ja, da war schon einiges mit dabei hier. Event möchte ich natürlich auch fertig kriegen. Keine Frage, das Event und sonst mal schauen und den restlichen, was da nur überbleibt, den verticke ich wie immer auf dem Markt. So, na gut, das war nicht unbedingt so berauschend. Ein Hasenohriger war dabei. Hier ebenfalls wieder einige Maskierte. Natürlich hier die Wolligen sind sowieso so gut wie immer hier mit am Start. Hier auch wieder Maskierten. Ja, Halleluja. Und noch ein Hasenohrigen und viele, viele Wollige. So, Fazit, Runde Nummer 1. 66 von den Wolligen, 16 von den Hasenäugen und immerhin 5 Maskierte. Ja, nicht schlecht, ich fülle die Buden auf für Runde Nummer 2. Bis gleich. Und weiter geht's mit der Runde Nummer 2. Ich habe übrigens auch beim Eventchen jetzt auch schon reingeworfen hier, was denn so ging. Stufe 1, fertig. Stufe 2. Nicht, aber da weiß ich, ob sich das unbedingt hier lohnt, hier so viele Kuckucker, die hier die Wolligen reinzuschmeißen, die lasse ich wohl lieber sein, weil da gibt es auch nichts Besonderes. Stufe 3, Item 1, auch sehr schön. 4, ja, fehlen mir noch ein paar hier. Gibt es auch wieder ein bisschen Superfutter, das ist natürlich auch schön. Stufe 5 komplett, die XXL-Werkzeugkisten, die brauche ich, da kriege ich vielleicht eben hier den einen oder anderen Kamm raus. Und da hänge ich jetzt also. Hier in Stufe 6. Erwähnt natürlich, möchte ich natürlich hier auf jeden Fall fertig kriegen. So, jetzt aber zurück zu den Kuckucken Runde Nummer 2. Und vielleicht auch bereits die vorletzte, denn wie gesagt, so viel Superfutter habe ich nicht. Starte wir rein. Was kriege ich? Da haben wir einen Hasenohrigen. Na gut. Dann noch ein Hasenohrigen. Viele Wollige, noch mehr Wollige. Und. Wohoho! Arbeiterkuckuck! Geil! Das ist der dritthöchste. Und in den Momenten freue ich mich, dass ich dafür nicht die Sternchen ausgegeben habe. Und Bienenkuckuck. Das ist auch sehr, sehr gut. So, Wollige und so weiter und so fort. Sieh an, das war grandios. Ein Arbeiterkuckuck und ein Bienenkuckuck. Aber die Kuckucke, die ich fürs Event brauche, kriege ich nicht. Aber da kriege ich dann doch lieber die hier. Arbeiterkuckuck als ein Punkuck. Das ist auch klar. So, wilde Wiese. Da habe ich natürlich noch meine anderen Zuchtbuden stehen. Wie viel Superfutter übrig haben es noch? 130 habe ich noch zur Verfügung. Also letzte Runde, da werde ich dann auch wieder vielleicht bunt durchgemischt dann auch reinschmeißen, ja.
So, was kriege ich jetzt hier aus den normalen Kuckucken? Wieder einen maskierten zur Abwechslung, den brauche ich ja noch. Hasenorke, Wollige, 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 Hasenorke, Maskierte, yay. Noch ein Maskierten. Und noch ein Maskierten. Und wieder ein paar Hasenorke. Das war wirklich eine geile Runde hier. Also, ein Arbeiter, ein Bienen, Kuckuck und wieder viele Maskierte und ja. Wollige hab ich fürs erste genug. Da kann jetzt hier schön hier reinklappern für Runde Nummer 3. Vielleicht die letzte oder vorletzte. Mal schauen, wie sie's ausgeht. Ja, Baby Boom Day ist eigentlich so mit das Coolste, was es in Farmerama geht. Leider geht er so schnell zu Ende, beziehungsweise das Superfutter so schnell aus. Deswegen ist es ja eigentlich schon die letzte Runde hier. Und das wirklich bunt durchgemischt mit Sachen, wo man sich eigentlich fragt, gut, da kannst du eigentlich nur blöd Verlust machen, aber egal. No risk, no fun. Übrigens, ja, Geld habe ich wieder ein bisschen was. Der Arbeiter, Kuckuck, er ist verkauft worden. Und ein paar von den Wolligen habe ich auch noch verkauft hier. Und ich glaube, den Bienen habe ich auch auf den Markt gestellt. Arbeiter, Kuckuck habe ich für rund, glaube ich, 800.000 hier dann schlussendlich verkauft. So, wie auch immer, jetzt die letzte Runde. Ich brauche noch Punkuck für die Quest, fürs Event brauche ich hier noch einige. Mal schauen, ob ich die hier rauskriegen werde. So, und das ist alles schief gegangen. Oh Mann, das war nicht unbedingt so gut. So, hier habe ich immerhin ein paar Hasenorgel. Hier ist es wieder gut gegangen, ja, aber das ist eben sehr Risiko und meistens geht es wahrscheinlich schief. So, da ist super duper hier. Nur Wollige. Da hat es sogar geklappt hier. Maskierter Kuckuck. Hier Hasenorgel. Hasenorgel. Normale. Ja, sind ja schon fast normal hier, die Wolligen. So, auf die wilde Wiese. Da wird jetzt verrückt hier. Was krieg ich da raus? Keinen einzigen Punkuck. Den hätte ich jetzt gerne. Die Spannung steigt. Und es kommen lauter Hasenäuge. Oh Mann. Noch mehr Hasenäuge. Noch mehr Hasenäuge. Maskierter. Immerhin. Noch mehr Maskierte hier. Ist ja nicht schlecht. Und da ist er. Immerhin ein, aber ich glaube, ich brauche drei von den Dingen hier. Hier, das ist. Ein Hasenohriger mit drei Wollige ist sogar ein Punkuck rausgekommen. Ist aber ja sehr, sehr viel Risiko. Geht oft schief. Oh, wieder ein Bienenkuckuck wieder. Na, das ist auch was Feines. Sehr schön. Grundsätzlich, wenn man es jetzt ins Event mal hier reinschaut bei mir. Mir fehlen jetzt noch blöderweise hier zwei Punkucke. Naja gut, die werde ich versuchen auch noch hier zu schaffen hier. Sonst, ja. Das habe ich auch, damit habe ich das Event grundsätzlich durch. Ja, ich habe jetzt auch genügend von den Kämmen hier, um mir auch ein Schnurrbartsalon zu bauen. Ja, das ist auch was sehr, sehr Feines. Grundsätzlich, ich habe noch ein bisschen Superfutter, die werde ich allerdings nur verwenden, dass ich die Punkgucker jetzt hier noch rauskriegen werde. Hier, da brauche ich ganz einfach noch zwei davon. Grundsätzlich, Fazit meinerseits zum Babyboom Day war es wirklich, für das, dass ich dieses Mal nicht so viel Superfutter gehabt habe. Ich glaube, bei der letzten Zucht, bei Chamäleon, hatte ich so um die. Ich lass mich nicht lügen. 800? 900? Hatte ich jedenfalls viel für mehr. Und dieses Mal, ja, vielleicht ein Drittel davon. Dennoch, Arbeiterkuckuck, zwei Bienenkuckuck. Also, da will ich mich nicht beschweren. War schon sehr, sehr gut. Auch dieses Mal meine Ausbeute hier am Markt habe ich übrigens noch keinen, auf meinem Markt zumindest, noch keinen Helden oder noch keinen Karnevalskuckuck gesichtet. Bei euch vielleicht schon, wenn ja, würde mich interessieren, wie viel kosten denn die Dinger? Und wie sah natürlich eure Ausbeute aus von eurem Baby Boom Day, wenn ihr euch denn beteiligt habt? Vielleicht auch mit Kuckuck, schreibt es gerne auch in die Kommentare rein. Damit soll es das gewesen sein mit diesem Baby Boom Day meinerseits mit Kuckucke. Sehr schön.